ist er noch nicht mal um den Sieg. Und im Vorjahr, da wurde Michael Schumacher hier auf den letzten Metern hinter dieser Kurve hier von Rubens Barrichello durchgelassen. Hier in etwa fand das Manöver statt. Und da kam dann die Linie und der Grand Prix-Sieg war Michael Schumachers. Man hat übrigens, Marc, Sie haben es vielleicht auch schon gesehen, liebe Zuschauer, einige Veränderungen am Kurs durchgeführt. Insbesondere die Rasengittersteine und die Auslaufzonen, Stichwort Asphalt. Ja, es gibt an den Stellen, wo wir die meisten Abfrüge gesehen haben, gibt es jetzt Asphalt. Und die Randsteine kann man jetzt locker überfahren. Das heißt, hinter den Randsteinen kommen diese Rasengittersteine. Man kann also praktisch mit dem ganzen Auto neben der Straße fahren. Macht das Fahren einfacher. Man ist dadurch nicht unbedingt schneller, aber man muss eben das Auto dann nicht zwingen, sondern man kann das Auto einfach laufen lassen, auch wenn die Linie mal nicht ganz stimmt. Hier haben Sie es kurz gesehen, außerhalb vom Randstein dann nochmal diese Rasengittersteine, auch hier rechts daneben. Und dann hinten Richtung Jochen-Rindt-Kurve, die zwei Kurven hier da, wo Michael Schumacher ja auch schon mal drüber gerattert ist, den Frontflügel beschädigte. Hier, da, Asphalt. Da ist Asphalt und ein bisschen Grün noch dazwischen, dass man also nicht einfach den Asphalt mitbenutzt.